Spielzeug in der St. Johanniskirche in Oelde. 2 Wochen lang ist hier ein Lego-Ostergarten zu sehen. Die Karwoche vom Einzug Jesu in Jerusalem bis zur Auferstehung an Ostern wird in Miniatur dargestellt. Die Passion in Plastik, detailverliebt und bunt, das ist ungewöhnlich für einen Kirchenraum. Ich finde, gerade die Lego-Figuren haben natürlich noch mal eine andere Ausstrahlung als die historischen Gemälde und Figuren, die wir in der Kirche haben, die auch wertvoll sind und sicherlich ihre Geschichten erzählen. Aber Lego ist doch noch mal ein bisschen anschaulicher in der vielleicht auch Einfachheit der Figuren mit den Gesichtsausdrücken, die sich auch verändern im Rahmen der Ausstellung, geben die wirklich schon viel her. Und wenn man die Kinder fragt, was kannst du gerade entdecken, was meinst du, wie die Figur sich gerade mit dem Gesichtsausdruck auch fühlt, dann fällt ihnen auf jeden Fall was ein. Besonders die Kinder erleben die Ereignisse der Kar- und Osterzeit so lebendig wie sonst kaum. Quasi auf Augenhöhe und spielerisch. Verniedlicht wird das Leiden Jesu dabei nicht. Im Detail wird deutlich, dass die Geschehnisse alles andere als ein Spiel waren. Durch die Lego-Figuren aber ist der Zugang leichter. Das ist auch schön bunt und hat viele Details. Und das ist auch dreidimensional und nicht so, zum Beispiel da vorne, so zweidimensional. Ich finde es halt viel schöner, weil das ist halt für Kinder auch mehr praktisch, weil normalerweise haben Kinder es schon nach den ersten paar Minuten keinen Bock mehr, weil es einfach alles nur in Stein, in Holz und so ist. Und hier ist es halt viel interessanter. Die Wanderausstellung wurde für Kinder und Jugendliche konzipiert. Aber alle Generationen kommen. Häufige Gäste sind Großeltern mit ihren Enkelkindern. In den Lego-Kulissen können alle die biblischen Geschichten neu entdecken. Es ist leichter zu erkennen. Sie sehen sehr viel, die Kinder sehen sehr viel dabei, entdecken sehr viel und hören auch, denke ich, gut zu, wenn man denen das erklärt, weil die das alles sehen können. Noch bis zum 6. März lädt die Ausstellung in der St. Johanniskirche in Oelde ein, die biblische Geschichte neu zu erleben. Sie ist nicht nur etwas für die Neugier der Kinder, auch große Lego-Fans kommen auf ihre Kosten. Ja, als Kind bin ich auch mit Lego groß geworden, habe damit auch schon tolle Sachen gestaltet, aber auf die Idee, auch mal so einen Ostergarten zu gestalten, ist, bin ich natürlich auch nicht gekommen, zumal auch die Vielfalt der Steine es damals ja noch nicht so gab. Und das heute zu sehen, dass man sowas machen kann, das finde ich schon toll, zumal auch viele Erinnerungen dadurch wieder wach werden an die eigene Kindheit.